herzlich willkommen in Wieners World. Freut mich mega, dass ihr wieder bei mir gelandet seid. Wie ihr sehen könnt, direkt aus der Zentrale. Ja, heute gibt es die Auslosung von den T-Shirts. Ich habe mir ein bisschen was überlegt. Es sollte auch ein bisschen spannend rüberkommen und so. Wir haben genau 23 Kaugummis beschriftet mit Zahlen, mit 1 bis 23. Die kommen jetzt dann hier in diesen Kaugummi-Automaten rein. Wir haben genau 20 Münzen. Und hier hängen genau die Zahl von 1 bis 23. Also ist alles ganz genau da und wir ziehen am Endeffekt 20 Stück. Die letzten drei, wo übrig bleiben, sind dann die Gewinner. Und ich habe, dass das auch das Ganze natürlich sauber beobachtet wird, ist noch ein Notar da und der wird das Ganze beobachten. Also der Mann hier, ihr kennt ihn auch schon, ja, er ist nur dazu da, um es zu beobachten. Er wird nicht viel sprechen, aber fangen wir einfach mal an und ich tue mal die Kaugummis jetzt in den Kaugummiautomaten. So, alles regelkonform hier, wird nicht beschissen hier, weil das wird mir natürlich vorgeworfen. Und der Notar wird auch zuständig sein fürs Rausstreichen. Ich hoffe, der hat den Edding noch. Hat er den Edding noch? So, der Notar hat auch einen Stift, um die Namen dann durchzustreichen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Schrauben wir mal das Dingchen zu. Und dann fangen wir mit der ersten Münze an. Ich schüttel nochmal. So, Herr Notar, Sie dürfen die Nummer 4 streichen. Machen wir gleich weiter, so dass es ein bisschen durchflutscht hier. Als nächstes haben wir die Nummer 11 gezogen. Gefolgt von der Nummer 18. Sorry, Nummer 18. Dann die Nummer 7. Sorry, Nummer 7. So, als nächstes haben wir die Nummer 2. Kann auch gerne die Kamera mal wieder zeigen, wenn wir schon alles weg haben. Getroffen hat Janik Heide, Samir Bjanic, Sebastian Henges, Flattermann Tobias und Marcel Stäbler. So, machen wir den nächsten weiter. Sind 5 Stück raus, ja. Dann haben wir die Nummer 5. Sorry, Ismail. Aber es wird noch viele Möglichkeiten geben, also macht euch da keine Gedanken. Es wird öfters eine T-Shirt-Verlosung geben. Als nächstes die Nummer 9. Wer war die Nummer 9? Motormäuse, tut mir echt leid. Hätte es euch gerne gegönnt. Nummer 17. Kebis. Dann die Nummer 19. Markus, tut mir auch leid. Wie viel haben wir jetzt schon raus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die Nummer 20 ist leider auch draußen. Tut mir echt leid. Anja Reinhardt. Als nächstes haben wir die Nummer 12. Sorry, Flex Supreme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, gefolgt von der Nummer 16. Sorry, Gianni Cosenza. Hoppala.
gefolgt von der Nummer 21. Tut mir echt leid. Dirty Mike hätte es auch verdient gehabt, war auch schon ein paar Videos zu sehen, deswegen. Naja. Dann haben wir die Nummer 1, wo leider rausgeht. Nico, tut mir echt leid. Die Nummer 22 fliegt als nächstes raus. Alex Förster, tut mir auch leid. Als nächstes haben wir die Nummer 13. Nochmal, tut mir mega leid. Aber so ist es halt eben. Das Glück entscheidet hier. Dann haben wir die Nummer 10. Alina, sorry, auch kein T-Shirt. Kein T-Shirt, wo nach Eufen wandert. Aber zum Glück, dann, sonst hätte ich da hochfahren müssen nach Eufen. Wie viel haben wir noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Also haben wir noch ein paar. Die Nummer 15. Fabio. Ah, nur noch einer. Ne, noch zwei. Jetzt wird es langsam spannend. Die Nummer 6 ist auch raus. Melanie. Oh. Jetzt muss ich aber noch ein Zentchen holen. Ich glaube, ich habe mich da ein bisschen verzählt am Anfang hier. Naja, Komfort bei den Besten. Naja. Der letzte und entscheidende. Die Nummer 3 geht auch raus. Damit haben wir Carsten Kudiamat, Bike Session und Kim Reinhardt als Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. Ich bitte euch einfach die Adresse in diesem Video einfach zu unterlegen, weil die meisten, bei zwei weiß ich schon, bei Bike Session weiß ich leider noch nicht. Würde mich freuen, wenn du einfach entweder auf Instagram mir beschreiben würdest, wo du wohnen tust, damit ich dir das T-Shirt zuschicken kann. Und jetzt danke für den Hammer Support. Ich hoffe, euch haben die Aufnahmen gefallen. Kuss geht raus. Ciao, schönen Abend noch.